Thema der Pressekonferenz ist natürlich die Sondersitzung, die wir heute zu absolvieren haben. Und Inhalt dieser Sondersitzung ist natürlich die Wirtschaftskrise, die wir zu bewältigen haben. Es ist keine Frage, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren in der Politik sehr, sehr gefordert sein werden, weil die Ereignisse, die auf uns einstürzen werden, nicht von leichter Natur sein werden. Das heißt, wir müssen mit vielen, vielen Firmenpleiten rechnen, mit Privatkonkursen, mit einer hohen Zahl an Arbeitslosen. Und das vor allem deswegen, weil wir uns sehr, sehr stark auf den Export konzentriert haben, auch in den letzten Jahren, auch damit gute Geschäfte gemacht haben. Aber jetzt aufgrund der Schwäche im internationalen Bereich wieder vermehrt auf die Binnennachfrage setzen müssen. Es ist notwendig, dass sich auch die Oppositionsparteien sehr, sehr konstruktiv in die Regierungsarbeit einbringen. Es ist nicht die Zeit, wo man sich fußfrei in die erste Reihe setzen kann und hämisch auf die Regierungsmitglieder schauen kann, sondern man hat die Verpflichtung, in einer so schwierigen Zeit natürlich aufzuzeigen, was falsch läuft, aber auch eigene Vorschläge einzubringen. Und da habe ich das Gefühl, dass man noch nicht so ganz bereit ist, von Seiten der beiden Regierungsparteien auch das wirklich anzunehmen und auch diese Vorschläge zu akzeptieren und sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Ein Beispiel war im letzten Sozialausschuss der Vorschlag der Opposition, doch das Arbeitslosengeld jetzt anzuheben. Sie müssen wissen, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Arbeitslose haben werden, die wirklich alles daran setzen werden, um irgendwie zu einem Job zu kommen. Die auch bereit sind, eine Arbeit anzunehmen, die weit, wo das Einkommen weit unter dem liegt, was man bisher gewohnt war, wo auch eine vielleicht niedrigere Qualifikation gefordert wird. Man will eine Arbeit haben und Tausende, zigtausende werden trotzdem keine Arbeit bekommen. Und deswegen sind wir sehr dafür, gerade jetzt das Arbeitslosengeld anzuheben. Vor allem auch deswegen, weil dieser Arbeitslose dann nicht das Geld auf die hohe Kante legen kann und aufs Sparbuch legen kann, sondern weil er dieses Geld auch in die Wirtschaft pumpen wird, weil er die Inlandsnachfrage ankurbeln wird. Und innerhalb dieser Sitzung im Sozialausschuss waren die Regierungsparteien nicht dafür, diese Maßnahme zu setzen. Wenige Tage später hat der Sozialminister in einem Interview gemeint, er kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Das heißt, man ist hier noch zu keiner Entscheidungsfindung in der Regierung gekommen. Was auch sehr schade ist, ist, dass man auch noch nicht weiß, ob man das Pflegegeld tatsächlich inflationsanpassen wird. Das heißt, wir haben auch in dieser Sitzung diese Frage sehr konkret gestellt. Der Sozialminister hat gemeint, er persönlich wäre dafür, aber da muss es noch Gespräche geben. Auch hier wieder die Schwäche des Regierungsprogramms, sich nicht im Detail darauf festzulegen, was man wirklich will. Und eine Anpassung des Pflegegeldes an die Inflation, das ist wirklich ein Gebot der Stunde. Das Pflegegeld hat trotz der jüngsten Erhöhung seit der Einführung 15% an Wert verloren. Und wenn wir das Pflegegeld nicht wertanpassen, dann werden die Österreicher weiterhin auf Pflegekräfte zugreifen, die eben illegal diese Tätigkeit ausüben. Und wenn man sich für die Legalisierung einsetzt, dann muss man zumindest eine Inflationsabgeltung sicherstellen. Auch hier keine Einigung bei den Regierungsparteien und auch keine Einigung darüber, wie man mit den beiden Herrschaften Oetsch und Michaelis umgehen wird. Für uns steht es völlig aus der Frage, dass beide, Oetsch und Michaelis, abzulösen sind. Bei Oetsch ist ja der freiwillige Rückzug bereits erfolgt. Für uns steht es auch völlig außer Frage, dass es hier eine Schadenersatzklage gegen beide Herrschaften geben muss und dass Abfertigungsansprüche einzufrieren sind, bis geklärt ist, ob sich diese beiden Herrschaften etwas zu Schulden haben kommen lassen. Ich glaube ja, denn ich muss daran erinnern, dass bereits vor etwa 2 Jahren ein Gutachten ganz klar festgelegt hat, dass eine Standalone-Lösung für die Auer zu einem Misserfolg führen muss. Trotzdem hat der Oetsch mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden Michaelis an dieser Standalone-Lösung festgehalten und hat noch dazu dieses Gutachten unter Verschluss gehalten. Damit hat er der Auer massiven Schaden zugefügt. Es hat in der Auer praktisch kein Kerosinmanagement gegeben. Jede Fluggesellschaft achtet darauf, dass Kerosin dann angekauft wird, wenn es günstig ist. Dass man Optionen erwirbt für Kerosin. Das ist ebenfalls nicht in ausreichendem Ausmaß passiert. Die Flottenpolitik, diese Gemischtwarenflottenpolitik, war eine einzige Katastrophe. Jeder Flugzeugtyp bringt Basiskosten mit sich. Das heißt, man muss das Personal ausbilden auf diesen Flugzeugtyp, das technische Personal, das fliegende Personal.
Die Lagerhaltung ist sehr, sehr teuer, wenn Sie heute einen Birdstrike haben. Das heißt, wenn ein Vogel in das Triebwerk hineinfliegt, dann sind in der ersten Stufe des Triebwerks etwa 3 bis 4 Schaufeln kaputt. Jede Schaufel kostet so viel wie ein Kleinwagen. Und man braucht für jeden Flugzeugtyp, hat man dann eigene Triebwerkstypen und man muss das alles auf Lager haben. Eine Triebwerksreparatur kostet im Schnitt 1,4 Millionen Euro. Und auch hier muss ich dann wieder ein Ersatztriebwerk auf Lager haben. Das heißt, eine Fluggesellschaft mit der Größe von der Auer müsste darauf achten, dass man auf einen Hersteller setzt und auf möglichst wenig Flugzeugtypen setzt, um die Kosten für die Lagerhaltung zu reduzieren. Jeder, der von der Luftfahrt ein bisschen etwas versteht, weiß das. Ich unterstelle Herrn Oetsch, dass er von der Luftfahrt überhaupt keine Ahnung hatte. Er wurde in diese Funktion hineingehievt, vor allem von der ÖVP hineingehievt. Und daher trägt auch die ÖVP eine Hauptverantwortung für dieses ganze Desaster, das wir heute zu beklagen haben. Ich erinnere auch daran, dass Herr Al-Jaber noch vor wenigen Monaten ein Vermögen für ein Viertel der Auer-Anteile geboten hat. Ein Vermögen. Ich habe vor kurzem mit seinem Geschäftsführer gesprochen. Und dort gibt es ein großes Kopfschütteln eben darüber, dass man jetzt die Auer um wenige 100.000 Euro verkauft und noch einige 100 Millionen Euro als Morgengabe dazu gibt. Ich glaube heute, dass das Geschäft mit der Lufthansa scheitern wird. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Lufthansa natürlich mit einigen Herrschaften aus der Lufthansa, die jetzt bei der Auer arbeiten, darauf spekuliert hat, diese Fluggesellschaft geschenkt zu bekommen, aber jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise kein Interesse mehr daran besteht, diese Auer auch wirklich zu erwerben und erwerben unter Anführungszeichen. Das heißt, man lässt es darauf ankommen, wenn die Kommission irgendwelche neuen Bedingungen stellt, und das wird sie natürlich, dann wird die Lufthansa von diesem Deal abspringen. Das heißt, wir müssen uns schon jetzt darauf vorbereiten, dass wir die Auer gesund schrumpfen, dass wir die richtigen Strecken aussuchen, um wirklich auch wieder gewinnbringend fliegen zu können, dass wir uns die richtigen Kooperationen mit starken Partnern auswählen. Man kann es nicht hier sitzen, die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass die Lufthansa kommt und die Auer übernimmt. Es ist zum heutigen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich, dass dieses Geschäft tatsächlich zustande kommt.